Welche Möglichkeiten der Knochenbearbeitung gibt es bei der Nasenchirurgie? Ja, viele Deformitäten an der Nase spielen sich am Knochen ab. Das heißt, im Rahmen einer Nasenkorrektur ist es durchaus erforderlich, die knöchernen Strukturen an der Nase in irgendeiner Form bearbeiten zu müssen. Das heißt zum Beispiel ein Schiefstand, der beseitigt werden muss, ein Höcker, der abgetragen werden muss, Unebenheiten, die vielleicht geglättet oder beseitigt werden sollen. Also alles Maßnahmen, die sowohl der Form als auch der Funktion dienen können und für die eben verschiedene Instrumente zur Verfügung stehen. Da gibt es also ganz grob gesagt einmal die handgeführten Instrumente, sei es kleine Meißel, kleine Sägen, kleine Feilen auf der einen Seite, oder es gibt eben Ultraschall- oder elektrisch betriebene Instrumente, die letztlich dieselbe Funktion erfüllen, nur auf ein bisschen andere Art funktionieren. Also ich habe hier mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Das hier wäre zum Beispiel so ein typischer Meißel, der eben dazu dient, einen Höcker an der Nase abzutragen. Sehr scharf, immer frisch geschliffen, sehr präzise, wird eben mit einem Hammer per Hand sozusagen getrieben und damit kann man eben einen Nasenhöcker abtragen. Und in vergleichbarer Weise gibt es zum Beispiel auch so kleine Sägen, mit denen man also Knochen einschneiden kann, um ihn dann beweglich zu machen. Also indem man hier mit dieser Säge ganz vorsichtig und sehr präzise, die sind sehr scharf, den Knochen bearbeitet. Und in ähnlicher Weise gibt es auch ein Instrument, das nennt sich Piezo, oder der Überbegriff ist Piezo-Chirurgie, und das ist ein letztlich ultraschallgetriebenes Instrument. Das besteht aus einem solchen Handstück und dann verschiedenen kleinen Aufsätzen, wie hier zum Beispiel auch so eine kleine Säge, die dann hier draufgeschraubt wird. Und das Ganze wird letztlich elektrisch oder in dem Fall mit Ultraschall angetrieben, führt dann so zu Vibrationen. Und man kann dann mit dieser Säge sehr präzise in den Knochen reinschneiden oder hier zum Beispiel ein Schleifinstrument, mit dem man Unebenheiten glätten kann oder kleine Höcker abtragen kann. Also das ist wirklich ein toller Fortschritt und ein tolles Instrument und eine tolle Möglichkeit der Knochenbearbeitung. Beides hat so ein bisschen Vor- und Nachteile. Man will natürlich auf der einen Seite präzise arbeiten und auf der anderen Seite möglichst wenig Schaden anrichten an Strukturen, die in dem Fall nicht bearbeitet werden sollen. Und so zum Beispiel dieses Piezo schneidet ganz selektiv in Knochen, wohingegen zum Beispiel darunterliegende Schleimhaut oder Knorpelstrukturen oder ähnliches überhaupt nicht verletzt werden. Insofern ist es sehr selektiv und damit auch sehr präzise. Dieses Abgewinkeltsein kann manchmal auch ein Nachteil sein, denn man muss die Haut abheben, um den Knochen gut unter Sicht bearbeiten zu können. Und weil das so abgewinkelt ist, braucht man manchmal mehr Platz. Das heißt, wenn die Haut sehr straff und sehr, sehr eng sitzt, dann eignet sich das manchmal gar nicht so gut, mit diesem Instrument zu arbeiten. Und dann muss man vielleicht doch wieder auf sowas Handgeführtes ausweichen. Also ihr seht, es gibt unterschiedliche Instrumente, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Man kann jetzt gar nicht pauschal sagen, dass grundsätzlich das eine oder andere das Bessere ist, sondern man muss eigentlich individuell im Operationssaal und wenn man die individuelle Anatomie sieht, muss man beurteilen, welches Instrument kommt hier am besten in Frage und man muss eben die Palette da haben, um dann eben im Einzelfall das richtige Instrument wählen zu können. Und das ist eben wichtig und wie zum Beispiel hier auch bei uns im OP, ist da eben eine große Palette an Instrumenten vorhanden, sodass wir da also im Einzelfall immer das Richtige aussuchen können. Vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass ihr unseren Channel besucht habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein paar Infos gewinnen können durch Anschauen dieses Videos. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal, guckt euch die anderen Videos an und lasst gerne auch ein Like da. Wir freuen uns natürlich über Lob. Und lasst gerne auch einen Kommentar da. Auch wenn euch was nicht gefallen hat oder wenn ihr Fragen habt, weitere Infos wollt, schreibt es unten in die Kommentare und wir versuchen das alsbald umzusetzen.